Zeit zu spielen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf dem Kanal. Ich sitze heute hier mal in einem T5-Bus, den habe ich mir mal von der Arbeit mitgenommen, weil ich morgen noch ein paar Sachen transportieren muss. Und gleichzeitig werde ich mich jetzt auf den Weg machen zu den Kuno Bulls. Die Kuno Bulls sind Kontinentalbulldoggen und zurzeit gibt es da einen Wurf von kleinen süßen Welpen. Und die darf ich heute mal filmen. Da freue ich mich total drauf, auf die kleinen Knautschgesichter. Und dann werde ich mich mit der Tina ein bisschen unterhalten, der Züchterin. Und mit den Welpen ein bisschen knuddeln und knutschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später. So, liebe Leute, ich bin bei den Kuno Bulls. Und wie man sieht, es sind ein paar Welpen da. Und ich habe mich verliebt, und zwar in... Ist es er? Nee, das ist eure, ne? Ja. Aldo. Wo ist denn mein Schätzelein? Ach, er ist gerade nicht da. Er hat sich verflüchtigt. Auf jeden Fall sind sie alle total... Und aua! Total süß. Und ich würde es am liebsten gleich alle mitnehmen. Aber ich darf gar keinen mitnehmen, habe ich gerade erfahren. Von daher darf ich nur knuddeln und mich beißen lassen. Ach, hast du mich aber erwischt hier. Komm mal her, du Zwergnase. Hier, aber das, was ich mir ausgesucht hätte, wäre sowas wie das hier geworden. Aber die darf bei der Züchterin bleiben, bei der Tina. Aua, 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 aua. Deshalb, ich darf sie bestimmt bald mal wieder besuchen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wie laut. Oh Gott. Hilfe, ich werde misshandeln. Hey, du. Hey, du. Au, das ist mein Bein. Nummer eins. Nochmal. Nummer zwei. Nummer zwei, drei. Oh, jetzt aber einer. Oh. Na? Ja, komm mal hier, da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er. Au, au, au. Ich hätte Sky gar nicht mitbringen können. Das ist er. Das ist ja wohl der Hammer, hä? Hallo. Aua, aua, das ist mein Arm. Hier, aua. So. Ich muss hier aufstehen, die töten mich. Ja, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier mal kurz mit der Tina. Und kann nicht sprechen. Mit der Antje. Und mit dem? Alois. Alois. Heißt der wirklich Alois? Ja. Bleibt der auch so? Nein, der wird Kuno heißen. Nein? Ja. Das ist ja cool. Okay. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich mal die Antje so ein bisschen fragen. Tina. Die Antje. Die Tina mal, siehst du, so geht es nämlich schon los. Und ich wollte jetzt mal die Tina so ein bisschen fragen, wie sie überhaupt zu den Kontinentalbulldoggen gekommen ist und so weiter. Und deswegen sitzen wir jetzt hier mal ganz kurz. Vor 8 Jahren oder so haben wir Frieda bekommen. Und das war, ist eine Old English Bulldogge. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, mich mit den Hunderassen oder überhaupt mit den Bulldoggen zu beschäftigen. Und kam so eigentlich auf die Kontinentalbulldogge, weil das eben der Versuch ist, die englische Bulldogge, um es einfach zu sagen, gesund zu züchten. Okay. Und Frau Angern hat in der Schweiz 2004 damit begonnen. Ja. Und hat diese Hunde versucht, weil die hat vorher englische Bulldoggen gezüchtet. Und hat einfach gesehen, dass ihr die Rasse zu kurzatmig, zu viel Schwierigkeiten mit Gesundheit und auch natürlich Schwierigkeiten ja, überhaupt mit dem Atmen und der Bewegung hatten. Ja, 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 ja. Und dann hat sie angefangen, da eben andere Hunderassen einzukreuzen, aber alles wissenschaftlich begleitet in der Schweiz. Und in der Schweiz wurde die Rasse dann auch sehr schnell anerkannt vom SKG. Okay. Und... Ja, und insofern haben wir dann vor 6 Jahren, als Kuno, der Namensgeber unserer Zucht, überraschend starb, haben wir dann nach einer Kontinentalbulldogge gesucht und kamen dann eben auf Lise. Ja, das ist ja jetzt die derzeitige Mama, ne? Das ist die derzeitige Mama. Okay. Im Grunde genommen war damals überhaupt nicht der Plan zu züchten. Ich hatte vorher mal Tierschutzhunde. Ja. Die kamen immer irgendwie so zu uns. Und nach Kuno, der aber relativ schwierig war, der war auch aus dem Tierheim. Das war ein Boxer, ein Schwarz-Weißer. Und da haben wir dann gesagt, okay, ich möchte noch mal einen Welpen. Und ich möchte mal einmal einen Welpen haben, den ich mir aussuche. Ja. So von der Rasse her, ja, passt der zu uns. Aua. Und was auch dazu kam, dass ich gut fand, Boxer mag ich sehr, aber es sind eben super aktive Hunde. Mhm. Und
Ich habe gedacht, ich möchte vielleicht jetzt auch mal mich ein bisschen verkleinern. Wir hatten vorher mal sehr, sehr große Hunde. Okay. Na, also auch vor Kuno noch größer, so 60 Kilo Hunde, zwei Was Stück. War der größte? Das war ein Boxer-Rottweiler-Mischling. Ach ja, natürlich. Ja. Ne? Der sah aus wie Lise in XL. Okay. Naja, und dann haben wir Lise gekriegt und die war so zauberhaft und vom Wesen her einfach entspannt, also lieb, verträglich. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen mal zu einer Ausstellung, waren dann auf Ausstellung und haben dann überlegt, dann, okay, wir lassen die Hüfte untersuchen. Und sie hat halt eine A1-Hüfte, was cool. eben super gesund war. Und dann haben wir sie kören lassen, damals noch in der Schweiz. Okay. Und hatten dann vor 3 Jahren unseren ersten Wurf. Und zwar in dem Club für Continental Bulldoggen Deutschland. Ja. Und dann war es aber so, dass seit 2015 die Rasse im VDH anerkannt ist in Deutschland. Ja. Und dann haben wir eben nochmal alles gemacht, die Phänotypisierung. Antje. Also die Phänotypisierung, haben dann nochmal die Zuchtzulassung, also Ausstellung und so im VDH gemacht und haben jetzt quasi deshalb unseren zweiten A-Wurf, ja. weil er wieder im VDH ja. stattfindet. Ja, okay. Und ja, haben jetzt 8 lustige Welpen. Die sind so zuckersüß. Ja, aber was sagst du denn eigentlich, was so eine Kontinentalbulldogge denn ausmacht? Was ist denn so besonders eigentlich an denen? Also ich glaube, wenn man mollasserartige Hunde mag, die ja. Plattschnauzen, das sind halt im Grunde genommen sehr lustige Hunde. Ja. Stur sind sie auch, wie man zu Bulldoggen sagt. Was es für mich ausmacht, ist im Grunde genommen, das ist nicht unbedingt ein Grund, aber man kann mit ihnen viel machen, man muss aber auch nicht immer. Mhm. Sie sind nicht immer fordernd. Und eigentlich ist so das Hauptinteresse dieser Hunde, sie wollen überall dabei sein. Es gibt natürlich auch lebhaftere, wir haben ja auch mehrere Hunde, also Smilla, Lise und Lise. Und Smilla ist wesentlich aktiver, die braucht auch einfach mehr Input. Mit ja, der muss man okay. schon ein bisschen arbeiten. Aber generell, finde ich halt, sind es einfach so Kobolde. Ich mag halt das Bulldoggen-Aussehen, die platten Nasen. Ja, das ist echt Bombe. Und finde einfach, ja, sie sind eben tolle Begleiter. Ja. Fällt dann gleich noch um nach vorne hier. Oh Gott, oh Gott. Kommt schnell, kommt. Und denkst du denn, dass das ein Anfängerhund ist? Wie für jedermann? Also ich habe jetzt noch nie einen Hund gehabt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich möchte unbedingt eine Bulldogge haben. Macht das Sinn? Ich glaube, dass es im Grunde genommen wie bei jeder Rasse ist. Nicht bei jeder, aber ein Conti sich anzuschaffen braucht halt, also wenn man noch nie einen Hund hatte, sollte man schon dringend eine Hundeschule oder einen Hundetrainer, eine Welpengruppe oder dann eben eine Hundeschule besuchen, einen Hundetrainer engagieren, einfach damit man was erfährt. Denn was ganz wichtig ist, ist bei den Bulldoggen, sie haben ja eine andere Art zu spielen, also sie toben zum Beispiel ziemlich wüst mit anderen Hunden. Ja. Und nicht jeder Hund mag das. Und ja. deswegen ist es schon auch wichtig, dass sie früh viel Kontakt mit anderen Hunden haben. Also wir besuchen immer unsere Freunde mit einem Yorkshire Chihuahua Mix, einem Pinscher Mix, so kleine Hunde, damit die eben genau das auch rechtzeitig lernen, dass man bei kleinen Hunden vorsichtig ist. Ne? Mhm. Und ich glaube wirklich, es ist wie bei jedem anderen Hund, wenn man Zeit und Lust hat, sich mit dem Hund zu beschäftigen, kann man den auch als Anfängerhund nehmen, also da durchgehen lassen, zumal sie im Grunde genommen absolute Familienhunde sind. Ja. Okay. Ne, das heißt auch gerade mit Kindern, die natürlich schon, wenn so eine Bulldogge angerannt kommt, ist was anderes, als wenn Dackel um die Ecke kommt. Ja. Die Kinder sollten schon standfest sein oder zumindest den, wie bei allen anderen Hunden auch, den Umgang mit einer Bulldogge auch ein bisschen üben. Mhm. Ne? So, und hier schlafen die lieben kleinen Knautschnasen dann nachts in diesem schönen Raum. Kleine Hundetoilette für Pipi und Aa. Tolle Idee übrigens. Ja, tolles Zimmer, finde ich klasse. Das ist übrigens der erste Wurf damals gewesen. Hier hängen noch ein paar Leinen. Super. Ganz, ganz toll.
Das sind die kleinen Geschenke, die die Kuno Bulls Welpen dann mit nach Hause bekommen. Einmal eine tolle Tasche, Welpenspielzeug, eine selbstgenähte Decke, Wassernapf, Leine, tolle Aufkleber, also alles super. Da kann sich doch jeder Welpenkäufer nur freuen. Erzähl doch mal, wie sind denn Bulldoggen mit anderen Hunden? Wenn sie gut sozialisiert sind, sind sie genau wirklich gut verträglich. Ne? Okay. Man muss halt, was ich eben schon gesagt habe, man muss eben ein bisschen darauf achten, dass sie wirklich andere Hunde, Rassen kennenlernen. Mhm. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil oft ist es so, also es sind ja auch die anderen Hundehalter, die erstmal denken, oh Gott, da kommt eine Bulldogge und so ein bisschen Respekt bekommen. Ja. Da muss man halt wirklich gucken, wie, dass man seinem Hund beibringt, dass er sich gesittet benimmt. Ja. Ne? Also was ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist bei Bulldoggen, dass die Erziehung, viele verwechseln ja immer Konsequenz mit Härte. Ja. Und Bulldoggen sind, obwohl sie überhaupt nicht so wirken, das fällt mir immer wieder auf, unglaublich sensibel. Mhm. Sie sind halt stur, aber auch sehr empfindsam. Und da muss man halt wirklich sagen, man muss so den Mittelweg finden. Ne? Also wie erziehe ich den Hund konsequent, aber eben liebevoll. Wir klickern unsere Hunde, okay. Also wir arbeiten mit Markerwörtern und das hat sich halt wirklich bewährt. Ja. Also, ne? Und die bleibt bei euch? Die bleibt bei uns. Die kleine Antje? Ja, Antje. Der neue Star am, ja. am Kuno-Bulls-Himmel. Ja, euch werden wir dann ja noch mal ein paar Mal sehen hier hoffentlich, ne? Da würde ich mich freuen. Ja, ihr Lieben, das war's von den Kuno-Bulls. Danke, Tina. Freut mich, dass ich hier sein durfte. Ganz toll. Ich habe mich verliebt, aber ich darf keinen mitnehmen. Das ist schon mal das Beste. Beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal. Ja. So, ihr Lieben, dann macht's gut und lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie süß.